Willkommen bei Kreuzzug 2020 hier im Inquisitionspalast zum nächsten Battle Report. Heute habe ich mich wieder mit dem Dommer getroffen. Grüß dich, mein Lieber. Hallo. Altes Tabletop Beast. The Beast ist erneut back hier im Palast. Und der Dumme, der hat seine Orks mitgebracht, weil er wollte mir mal heute zeigen, wie toll auch die Orks zu spielen sind, weil ich beim letzten Spiel so gejammert habe, wie ich doch ungern die Orks spiele. Und bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall sehen die schon geil aus. Und du hast ja auch die neuen Figuren, die habe ich ja überhaupt nicht. Vielleicht lasse ich mich davon überzeugen. Das ist der Plan heute. Ja. Erstmal auch von meiner Seite aus willkommen. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ja, immer wieder gerne. Weil bist du doch bei uns auf dem Kanal. Ja, genau. Wir verabreden uns jetzt regelmäßig. Und beim nächsten Mal seht ihr mich sicherlich beim Tabletop, wie es beim Dumme. Aber du wolltest eine kleine Werbeschalte schalten. Irgendwas geschieht an, ne? Italien. Ja, genau. Am 18.04. sind wir, also ich weiß nicht, ich versuche den Inquisitor auch zu überreden, dass der auch dort ist. Ich kann euch aber nichts versprechen. Auf jeden Fall sind wir vom Tabletop Beast sind bei einem Community-Treff vom Tabletop Dragon eingeladen. Dort kann jeder hinkommen, wer gerne möchte. Und dort werden verschiedene Tabletop-Systeme vorgestellt, nicht nur 40k, sondern auch Kill Team, Star Wars Legion habe ich gehört. Ich glaube, da sind auch zwei Painting-Studios vertreten und halt andere YouTuber. Und ich versuche den Inquisitor auch zu überreden, dass der dort da ist. Wo ist das? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber da kann man schon... In der Nähe von Köln haben die... Ist ja nicht so weit weg. Ja, wenn man hier vom Niederrhein kommt und Umgebung, könnte man sich da mal blicken lassen, wenn man möchte. Ja, wunderbar. Aber bevor es zum 18. geht, müssen wir hier erst noch eine Riesenschlacht schlagen. Ja. Wir müssen eine Stahlschlacht schlagen. Deswegen, ich bin total begeistert, dass ich heute die Legion wieder spielen darf. Ich spiele die Stahllegion und ich bin bereit, jeden Ork hier aufs Korn zu nehmen. Deswegen gibt es heute hier im Inquisitionspalast exklusiv die Stahllegion von Armageddon gegen die grüne Horde vom Domme. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße. Wie gerade angekündigt, ich spiele die Stahllegion. Ich weiß gar nicht, ich habe die schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich bin total heiß, ich finde die Jungs total geil. Und deswegen habe ich auch nur große Kanonen eingepackt heute. Kaum Infanterie, nur fette Vehicles am Start. Und ja, ich leg direkt los. 2000 Punkte sind es geworden, drei Charakter dabei, zweimal den Regimental Engineer, also ein komischer Reparaturtyp, der ist hier, die sieht man gar nicht, weil die so klein sind. Das sind uralte Zinnmodelle, ganz klein. Wäre eigentlich was für die Zwergeneinheiten, aber die spiele ich hier als ganz alte Tech Marines. Sind auch alte Tech Marines, die dürfen genau da jetzt nicht fehlen. Ein Tank Commander hier unten rechts, voll mit Plasma ausgestattet. Plasma an den Seiten, Plasmakanone, Laserkanone im Rumpf. Der sorgt für die Feuerunterstützung. Der hat noch die Fähigkeit, dass er zwei Tank Order sprechen darf und das wird hoffentlich gut funktionieren. Infanterie gibt es 3x3 Bullgrins, also drei Squads A3 Bullgrins. Die fahren dann groß und schwer in dem Stormlord mit, in dem mächtigen Stormlord, der auch nicht fehlen darf. Ein geiles Modell, finde ich super gut. Hat eine Masse an Transportkapazität und da sitzen wahrscheinlich die Bullgrins drin. Dann, wie gesagt, der Vehicle-Slot pickepacke voll. Es gibt dreimal den Basilisk, einmal Death Strike Missile System, zweimal Lehman Rust Battle Tank, jeweils mit Multimelter, mit Laserkanone, mit Hunter Killer Missile, haben alle Fahrzeuge am Start und der Kanone vom Lehman Rust, den erwähnten Stormlord. Und dann gibt es eine Chimäre, die musste auch noch rein, Punkte mussten voll werden, ja. Das ist meine Legion heute, die Stahllegion von Armageddon, die hochgepriesene, ja, einfach einzigartig geile Stahllegion, die muss es reißen. Die wird heute das Imperium
verteidigen gegen die Grüne Horde. Wir hören uns an, was der Domme dabei hat. Ja, und zwar, dann kommen wir zu meiner Ork-Horde. Ich spiele heute tatsächlich Orks. Orks als Horde, wie man sie kennt, klassisch. Ich habe 2 10er-Blobs mit Shootern dabei und einer Special-Waffe. Die sind eigentlich nur da, Teleportoren mal zu machen, irgendwo einen Marker zu halten, vielleicht mal zu schießen. Dabei sind die Schusswaffen eine Show. dann haben wir einen 20er-Blob dabei mit einem Weird Boy und Follow Me the Lutz, um in der ersten Runde der Jump zu machen und dann den 700-Charge auf irgendwas ohne zu schaffen. Das ist deren Hauptaufgabe und ich versuche, hinten zu binden. Dann haben wir 10 Viechfängers, ganz normal ohne irgendeinen Charakter dabei. Dann haben wir 10 Gretchens dabei, die versuchen mir die ganzen CPs zu spenden bei mir im Homebase-Marker. Das ist deren Hauptaufgabe. Dann haben wir 10 Bosse mit Kralle alle ausgerüstet und einen Warboss. Die fahren in den Buggy rum und wollen irgendwas im Nahkampf kaputt machen. Dann haben wir 2x3 Killercopters. Dann kommen wir weiter zu den Vehicles. Da haben wir 2 Death Threats. Der eine ist komplett ausgestattet nur mit Nahkampfwaffen und der andere hat 2 Schusswaffen, die aber eigentlich egal sind, weil es Orks sind und Orks nicht so gut schießen können. Und 2 Nahkampfarme nur. Dann haben wir 3 Squig-Reiter mit einem Knob-on-Smasher-Squig, der sich anfühlt mit einem 4er Pain. Dann haben wir noch 2, also einmal Mordsrucks Kragbahn, das ist ein Name auf der Charakter und Squig. Der ist relativ gut im Nahkampf. Ich glaube, er könnte sogar in einer Runde deinen großen Panzer rausnehmen. Das werden wir noch sehen. Also ich habe es mir auf jeden Fall sagen lassen. Ja, ich habe gelesen, hast du, glaube ich, eben auch erwähnt, dass er zumindest einen Knight rausnehmen kann. Ne? So ein Imperial Knight. Ja, ja, aber ein Imperial Knight ist ja gar nichts gegen den ehrwürdigen Stormlord, mein Freund. Ja. Da muss er erstmal hin. Aber ich will dich gar nicht unterbrechen. Mach weiter mit der Vorstellung. Dann haben wir noch einen Beastboss und Skiposaurus. Der ist nicht so ganz gut, so gut wie sein Chef, aber der kommt da ein bisschen dran und vielleicht können die auch zusammen rumlaufen, das sind die ganz cool. Alleine ist er halt, muss man ein bisschen gucken, aber im Bar, glaube ich, können die alle ein bisschen was. Ja, ja, geil. Geile Armee, ich bin sehr gespannt. Viele Modelle, die ich nicht kenne. Die ganzen alten Sachen habe ich, ich habe auch die Killercopter, ich habe die Boys, aber ich habe diese Reiterviecher nicht und diese hier Viechfängers habe ich nicht. Ich bin sehr gespannt, was die alles machen. Wir werden uns jetzt ganz schnell die Karten ziehen für die Missionen und aufbauen und so weiter und so fort. Und dann geht los, ne? Ja. Da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben uns eine super geile Aufstellung gezogen und zwar Schlachtlinien. Der Klassiker Imperium gegen Orks. Super geil. Prioritätsziele dabei, auch ganz einfach. Und gewähltes Schlachtfeld. Wir haben die Missionszielmarker alle schon verändert, dann alles aufgebaut. Und ja, als Verteidiger dieser imperialen Welt dient natürlich die Stahllegion. Dementsprechend bin ich Verteidiger. Ich erzähle euch mal ganz schnell hier, wie ich mich aufgestellt habe. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ich verfolge fast nie einen Plan, so auch heute. Ja, ganz links steht meine Artillerie. 2 von diesen Basilisken und einmal das Todesstoß-Raketensystem. Die versuchen halt die ganze Zeit alles unter Feuer zu nehmen, was da an grünen Häuten über den Schlacht, über die Schlachtfeld läuft, über das Schlachtfeld läuft. Ja, ich überzeugt hat mich bis jetzt noch nie irgendwas von der Artillerie, aber trotzdem spiele ich die gerne, weil die einfach cool aussehen. Und ich habe mal irgendwo gelesen, ganz im Kleingedruckten steht, Artillerie kann man nie genug haben. Ne? Ist so. Ja, ein Regenfeuer muss man haben, vor allem als imperialer Stahl-Legion-Spieler. Ja. Sein muss. Sehe ich ganz genauso. Das kann nicht schaden. Dann steht hier der Panzerkommandant, ein Neiman Russ Kampfpanzer. Hinter dem Panzerkommandant ist so ein Maschinenseher, ein uralter Zwerg. Ja, der wird den irgendwie ein bisschen supporten oder vielleicht mal reparieren, wenn es sein muss. Dann hier im Gebüsch oder vorm Gebüsch, also, ja, fast am Gebüsch, steht der zweite Neiman Russ Kampfpanzer, der hat sein Rohr schon Richtung Missionszielmarker ausgestreckt und der feuert einfach wie ein Wahnsinnigen auf alles, was da kommt. Auf der rechten Seite steht der glorreiche, stolze Stormlord. Da drin sind die ganzen Bullgrins, die ja moschen ganz im Stil der Orks ebenfalls nach vorne. Sind ja irgendwie auch Blutsbrüder, oder? So ein bisschen. So. Die Orks und die Bullgrins sind ja irgendwo so ein bisschen genverwandt, habe ich mal gelesen. Ja, ja. Das ist so, also
Die sind so orkische Abstammung, weil die auch so primitiv reden, die Bullgrins, und die auch groß und muskulös sind, nur sind sie nicht grün. Und ich weiß nicht, ob, wenn die sterben, im Blut gleich auch neue Bullgrins aus dem Boden stammen, das weiß ich nicht. Aber trotzdem, irgendwo habe ich das mal gelesen, dass die so ein bisschen artverwandt sind. Ja, und hier ganz rechts nochmal einmal ein Basilisk, eine Artillerie halt. Ich meine, die hat Reichweite über das ganze Spielfeld. Ich könnte die eigentlich auch hier in der Vitrine stehen lassen und sagen, ich schieße damit. Mit 120 Zoll brauche ich gar nicht abmessen, kommt überall ran. Ja, ja, und hier steht eine Chimäre noch, ebenfalls noch mit dem Maschinenseher innen drin. Denn ich habe ja gelernt, für mich neu, aber auch gut zu wissen, dass angeschlossene Transportfahrzeuge nie alleine aufgestellt werden dürfen, denn dann gehen die kaputt. Komischerweise. Ist halt so. Ja, warum auch immer, es ist so. Gehen wir mal rüber zu den Grünen. Und Dombel, was ist hier los? Was willst du erreichen hier mit deiner grünen Flut heute? Also, ich habe versucht, meine Orks in drei Blöcke zu unterteilen, weil mein großes Ziel, mein ausgekochenes, selbsterlegtes Missionsziel, was ich unbedingt legen möchte, ist dein Shadow Sword. Stormlord. Stormlord. Ja, glaube ich. Ja, der sieht so männlich aus, ne? Der will es kaputt machen. Dann habe ich hier einmal drei Helikopter stehen, dann habe ich hier einmal Grotz auf dem Marker stehen, um mir zusätzliche CPs zu generieren. Ja. Dann habe ich hier einen 20er Blob, Orc Boys mit dem Yard Boy stehen, weil die gleich schön springen können. Ja. Weil da habe ich nur einen 6-7er Charge, das ist halt ganz cool. Dann steht hier mein Pickup mit einem War Boss und den Bossen drin. Dann habe ich hier Mordsrock Skragband, der erste Beast Boss. Und ich musste dem Inquisitor heute zeigen, wie cool diese Beast Boss einfach sind. Deswegen habe ich zwei Stück dabei. Dann habe ich hier 2x10 Shooter Boys, die sind eigentlich nur dafür da, um das mit dem Teleport Homer zu machen. Ja. Weil ich spiele feste, also ich spiele immer fix mit den Orks, weil das lässt sich ganz gut machen mit der Liste. Dann habe ich hier den ersten Gargbot, der hat leider zwei Schusswaffen dabei. Dann habe ich hier den Gargbot mit den nur Nahkampfwaffen. Die sind dafür da, um auf der Mitte ein bisschen Druck auszuüben. Dann habe ich hier meine drei Squeakreiter mit dem Anführer. Die versuchen, einen Panzer von dir zu zerlegen. Das ist sehr großes Ziel. Dann ist hier der zweite Squeak-Boss und Squeak. Dann habe ich hier einmal 10 Beast-Snagger-Boys und nochmal 3 Killer-Copter. Ja, geil. Sieht gut aus. Ich finde ja, ich habe diese, also ich habe noch nie gegen die Jungs hier gespielt. Auch noch nicht gegen die hier. Finde ich auf jeden Fall optisch richtig, richtig cool. Und habe eben schon gesagt, wahrscheinlich sage ich nach dem Spiel, die Dinger muss ich auch haben. Ja. Das kann passieren, ne? Die Chancen stehen gut. Die sind ganz cool. Ja, das Schlachtfeld ist natürlich hier einfach random. Wir sind ja so ein bisschen davon weggegangen, die Aufstellungen so aufzubauen, wie GW das immer vorschreibt, weil das wurde irgendwann immer irgendwie langweiliger. Deswegen ist es alles random. Das Erdgeschoss bleibt natürlich zu, wie gehabt. Erst, also alles, was unten drin steht, kann nicht angeschossen werden. Ja, das, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen, ne? Ja. Dann wollen wir anfangen? Ja, wir müssten ja irgendwann mal anfangen. Hättest du denn gerne auch hier die erste Runde? Mir ist es komplett egal. Dir ist es komplett egal? Ja. Mir eigentlich auch. Zuckerbärchen soll entscheiden. Komm, René, was hast du vor? Ich habe die 5. Und du hast die 1. Ja, dann würde ich sagen, toi, auf ein geiles Spiel. Und, doppelt gemoppelt hält immer besser. Und dann kommen wir zurück nach Runde 1 für das glorreiche Imperium. Am Ende der Bewegungsphase sind wir schon angelangt. Das Astra Militarum hat sich fast nicht bewegt. Ich spiele ja nach Missionszielkarten, die ich ziehen muss. Ich habe mir gezogen, vernichtet es. Und Gebietsverweigerung. Ja. Warum habe ich mich nicht bewegt? Ganz eindeutig. Ich habe die Taktik aktive Verteidigung. Das ist mein Ziel heute. Ich möchte die Orks ranstürmen lassen und dann mit dem ganzen Feuer der Reinheit möchte ich dann dich von diesem Planeten erlösen. Das ist mein Ziel. Im Prinzip hat sich wirklich nur der Panzerkommandant bewegt, nachdem der seine Panzerbefehle gesprochen hat. Der darf ja 2 aussprechen, hat er hier Take Aim auf sich und auf den Demon Russ gesprochen. Die schießen gleich da hinten auf die Spitze von diesen Schweinereitern. Wie heißen sie? Squeak Hop Boys. Ja, Squeak Hop. Ja, Boys.
Ja, auf jeden Aber Fall. ich kann die Namen auch nicht so gut aussprechen, deswegen lasse ich das bei Ja, das manchen hör mal. Ich kann ja auch, ich bin ja auch ein Englisch-Experte, das wissen ihr mittlerweile. Ich spreche einfach aus, so wie es mir zugekommen. Das ist völlig egal. Genau, also der hat sich ein bisschen nach links gedreht, dass der auch auf die Squeak Boys da schießen kann. Der lieben Russell stehen geblieben. Die beiden Marker sind dafür da, dass ich behalte, dass die Panzer Befehle bekommen haben und einen besseren BF haben. Ja, die Artillerie ist stehen geblieben. Ja, hier ist alles stehen geblieben. Der Maschinenseher ist hier aus der Chimäre raus und steht jetzt hier auch erstmal ganz cool. Stormlord, der hat seine Motoren gezündet und die Waffen geladen, aber sieht noch nichts und so bereit, gleich alles auf irgendwas zu schießen. Den Anfang der Schussphase wird hier die Artillerie machen. Achso, ich habe den Marker für das Todesstoßraketensystem habe ich genau auf deinen Homebase-Marker gesetzt. Und du darfst dir gleich entscheiden, ob du da stehen bleiben möchtest oder fliehen möchtest. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die einschlägt, die Rakete. Ist noch nie dazu gekommen. Ne? Ich habe die, glaube ich, einmal in einem Spiel, wie war das? Ich glaub, das war ein Battle, so Weihnachts-Battle Report. Ich habe damit nicht geschossen. Oder ich habe es auch nicht verstanden, damit zu schießen. Ich weiß es nicht. Lass uns überraschen. Ja. Genau, die Basilisken, also zumindest die erste davon, von denen schießt hier auf deine Boys hier hinten. Auf die Beast-Snaggers. Auf die Beast-Snaggers, ja, genau. Da versuche ich mein Glück mal. Ja. Indirektes Feuer, minus 1, plus Was hast 1, du für weil eine, was hast du für eine Stärke? ich habe Stärke 8. Ich habe Toughness 5 mit denen. Das ist überholt, das mich auf jeden Fall auf die 3, ne? Ja. Dann würde ich einmal ein CP investieren, dass du die Jüngste um ein Schlechter verwundest. Okay, das habe ich schon mal ein CP weggetan. So muss es sein. Ich muss erstmal gucken, wie viele Schüsse ich denn da generieren kann. Die Earthshaker Cannon hat W6 plus 3 Schuss. Ja. Ja, 9 Schuss, das ist schon mal mächtig. Plus Blast, wie viel bist denn du? Das sind das 10. Zehn, genau Ich zehn. kriege nochmal 2 dabei, ne? Das sind dann Ja. 11 Schuss. Boah, das ist ja schon mal mächtig. Die hätte schon mal richtig Bock. So, jetzt muss es nur funktionieren, dass ich auch dich treffe. Ja. Ich habe mich nicht bewegt, also es bleibt auf die 4. Ja, plus Und eins, plus eins, ja. genau, und wenn ich mich nicht bewege, Fahrzeuge und Ranged Weapon vom Astra Militaro habe Sustained Hits. Ja, gucken wir mal. Auf die 4. Dann ist der dabei. Die sind raus. Die sind raus. Das ist auch raus. Aber mit der ist auch so. Ja, ist okay. So, und jetzt wunde ich dich normalerweise auf die 4, jetzt auf die 5 nur. Ja. Richtig? Wegen dem Strafwerte. Nee, ich habe nur Toughness 5. 5. Ich habe Stärke 8. Also heißt auf die 3, ist jetzt auf die Auf die 4. 4, genau so war das. Ja, richtig. Eins, zweimal nur, minus 2. Zweimal minus 2. Minus 2 wird zu minus 1 bringen. Das heißt, ich habe noch einen Genau. Sechser. Ja, es kommt einer durch. Und dann habe ich einen 6-6er für Pain. Ja gut, macht 2 Schaden. Aber Okay, wie viele ja. Lebenspunkte hat einer ein? Einer hat einen nur. Das Okay. heißt, ich würde die dann immer doppelt bestätigen. Das spart uns da ein bisschen Würfelei. Ja. Dadurch, dass ich jetzt eben getroffen habe und alles, ne, hast du minus 2 auf Bewegung und auf Charge. Ja. Ne? Ja. Soll ich die Einheit mal irgendwie markieren? Auf was Ja, wenn es sie? das nützt, ja, können wir mal versuchen, ne? Boah, hier so ein Würfel im Traum. Ja, wahrscheinlich fragen wir uns gleich, wofür der Würfel ist, ne? Ja. Okay, da wir gesehen haben, wie mächtig diese Earthshaker Cannons sind, nehme ich jetzt die zweite Earthshaker Cannon und schieße sie auf deine Grotze. Ja? Okay. Dasselbe Spiel wie eben. Ja. Auch 10 Grotze sind das. Ja, das sind sogar 11. Okay, erstmal wie viel Schuss? Oh, guck mal hier. Ja. Ich glaube, das soll ich dem mal Spaß wiederholen. Ey. Das Fender, ne, das ist echt zu wenig. Ja, den muss ich ja wiederholen. So, oh, der ist raus. Ja, 3. 3 plus, ja, das sind 5 aber nur, ne? Oder für 10? Ne, ich glaube, das sind nur 5 Schuss, oder? Das sind 6. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mache mal 5. Ich glaube, pro 5, ne? Also 1 bis 5 gibt es einen Ja. dabei. Und dann wird schon passen. Gut, auf die 4 wieder.
So, das kann man so lassen wegen Substate Hits. Ja, jetzt auf die 2 gehe ich von aus. Ja, Ne? ich darf nur zwei. Ja, und da ist noch eine 1 dabei. Okay, dann sind das 3 mal minus 1, also minus 2 wird zu minus 1. Ja, ich Das sind nehme 3 Tote, ne? Ja. Ja, auch die dürften sich jetzt nicht mehr bewegen. Minus 2 auch bewegen, aber die wollen sich auch, glaube ich, gar nicht bewegen, ne? die doch gleich ein bisschen der Rakete ein bisschen Ja. ausweichen. Der dritte Basilisk, der hinten in der anderen Ecke steht, schießt dann auch noch. Wie viel Schuss? Auf die Grotze. Auch die Ja, Kotze. damit ich die CPs verweigere. Wenn die auf dem Missionsmarker stehen, kriegst du ein CP, ne? Ja, Haha. aber nur auf die 4 plus. Immerhin. So gut wie du würfelst, ich kenne dich ja. Jetzt habe ich wieder 6. Du bist, wie viel bist du jetzt noch? Jetzt bin ich nur noch 9. 9. Also 6 plus 1 dann nur, ne? Oder? Ja. Vertue ich mich da? Also sind das 7. Aber bekommst du nicht eh irgendwie die 6 plus? Ach, plus 3, ja, habe ich eben Ja, vergessen. Na das gut. heißt, du hast insgesamt 10. 10, ja, wunderbar. Ja, nehme ich auch die. Sind das Ja, 10? das sind jetzt 10, ja. Genau, das ist ja schon in der ersten Runde schon was vergessen. So geht das schon mal gut los. Auf die 4. Die kann reinbleiben, die sind raus. Ja, das sieht okay aus, ne? Nee, das ist eine 3. Und das Ganze auf die 2. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal bitte. Sechsmal. Ja. Eieiei, die armen Kotze. Ja, Grotze, man darf die nicht unterschätzen. Die tun doch Ja, die tun schon irgendwas. So, damit hat die Artillerie geschossen. Ich hätte den CP darüber aufbewahren sollen für hier, für die Lemon Rust, die jetzt noch schießen. Naja, gut. Dumm ist, wer Dummes tut. Aber so haben beide schon mal die CPs weg. Ist schon mal geil. Brauchen uns aber nicht kümmern. Ja, wie gesagt, jetzt schießt hier der lieben Rust Kampfpanzer schießt zuerst auf hier den Trupp. Oder soll auf ich? die Squeak-Reiter. Ja. Ja. Oder soll ich mit. Ich schieße, glaube ich, zuerst mit dem Panzerkommandanten. Ja. Denn wenn der Panzerkommandant was trifft und rausnimmt, sieht, glaube ich, der Lehman Russ noch einen anderen. Ja, so mache ich das. Weil wenn der Lehman Russ was rausnimmt, sieht der Panzerkommandant nichts mehr. Und das wäre natürlich doof. Also fange ich an mit dem Tank Commander. Der kommt ja auch nur ran mit. Doch, mit Hunter-Killer-Missile kommt der ran, der kommt mit Laserkanone ran, der kommt mit Executioner-Plasma-Kanone ran. Wie viel Lebenspunkte hat denn einer von diesen Reitern? 3. 3. Ja, dann werde ich, glaube ich, overchargen. Ne? Ja, damit fange ich dann an. Damit fange ich dann mal an. Wo lege ich denn mal das Dice-Tray hin? Ich lege das Dice-Tray mal hier hin. So, die Plasma-Kanone vom Panzerkommandanten, overcharged, hat D6 plus 3. Ja. Würfel ich mal. Ja. Also 8. Blast triggert jetzt nicht, weil du bist nur 3 oder so 4 bist du Vier, nur. Ne? vier. 2, 4, 6, 8. Der trifft jetzt um einen besser auf die 3. Hat sich ja bewegt. Der kriegt keine Substantiz dazu. Ja. Schade, hätte er gebraucht. Jetzt habe ich Stärke 9. Toughness 7. Du hast noch kein CP oder so. Stärke 8 habe ich nochmal, Entschuldigung, aber ist egal. Ja. Trotzdem auf die 3. Ja. Du hast kein CP, oder du hast auch kein CP mehr drüber, ne? Nee. Okay, auf die 3. 1, 2, 3 mal minus 3. 3 mal minus 3. Ich habe einen. Wahrscheinlich ein 4er Retter oder so. Oder 5er, 6er, 7er, 8er. Irgendwas Geiles. Ich habe mit denen aber einen Rüster. Ich habe mit denen 4er Safe, minus 2er Master, ne? Minus 3. Minus 3, ich stehe in Deckung, das heißt, ich habe einen 6er. Okay. Auf die Do it. 6. Keiner. Jeweils 3 Schaden. Jeweils 3 Schaden, der erste. Dann steht einer noch mit einem Lebenspunkt, dann geht der nächste auch auf den. Ja. Dann ist einer tot. Jawohl. Dann auf den nächsten. Der steht noch da mit 2 Lebenspunkten. Respekt. Respekt.
Gut, dann schießt die Laserkanone noch hinterher. Ja. Die Less Cannon, zack, trifft. Ja. Die hat Stärke, ich glaube, die hat sie auch Stärke 12. Ja, wenn auf die ja, Stärke 12, ja. So, wunderbar. Die macht minus 3. Die macht minus 3, ja. Das heißt 6er. Ganz nee. Knapp. W6 plus 1 ja. An Damage. 6. 6. Komm, Domme, hör mal. Du bist doch nicht der Domme, wenn du nicht der Domme wärst, dass du jetzt nicht 6 Sechsen machst. Du bist 5. Ja. Keine. Keine, aber eine 5. Na gut. Das sind nur 4 Schaden. Geil. Nur 5 Schaden. Ja, und dann haben wir noch die Hunter Killer Missile. Ja, möchtest du auch da reinschießen? Ach nee, nee, nee. Ich habe ja noch den Demon Russ, der schießt. Wie viel sind da jetzt tot? 2? Genau 2 Stück. Okay. Alright. Dann schießt der Demon Russ Kampfpanzer ja. hinterher. Der ist stehen geblieben. Da funktioniert aber Substate Hits. Und ja, der wird wahrscheinlich auch, also mit den Meltern kommt natürlich nicht ran, aber mit der Battle Cannon und mit der Laserkanone. So machen wir es. Ich fange an mit der Battle Cannon. Das sind wieder W6 plus 3 Schuss. Kann man sich dran gewöhnen, ne? W6 plus 3 für 4. Ja, immerhin. Vielleicht kriege ich ein paar Treffer dazu. Der ist ja auch durch den Tank Commander um einen besser. Also trifft jetzt auf die 3. Ich bin stehen geblieben. Da triggert Substate Hits. Ja, ganz hervorragend. Das passt. Die Battle Cannon hat eine vernünftige Stärke von 10. Auf die 3. Auch auf die 3. Dann sind das 3 mal minus 1 aber nur. Minus 1 ist minus nichts. Ja. Ich muss das einzeln würfeln tatsächlich, ja. Weil das so unterschiedliche Profile sind. Okay. Also erstmal den normalen, den ne? Vierer. Nee, jetzt kommt er durch. Wie viel Schaden wird das machen? 3. 3. Dann muss ich einmal auf die 5. Dann steht der noch mit einem Leben. Jawohl. Dann geht der nächste wieder auf den. Hat der. Und der nächste auch auf den. Hat der nicht. Das macht wieder 3 Schaden. Er hat nur noch ein Leben. Ach, dann ist der normale tot. Okay. Dann haben wir nur noch den Chef da stehen. Okay. Dann schießt er jetzt nochmal eine Laserkanone und dann hat er auch geschossen. Ja. Nimm ich den Würfel. Der liegt schon auf der 2. Ja, und es wird die 1. Das wäre ganz hervorragend. Ja, wunderbar. Das war meine Schussphase. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht einschätzen, war die gut, war die schlecht? Ja, doch schon. Du hast die Zugkarte rausgenommen. Das ist okay? Ja. Die sind halt recht, die sind eklig. Also die könnten dir, wenn die voll ankommen könnten, die auch so lieben was rausnehmen können. Ja. Wir können ja gleich, wenn wir fertig sind mit dem Spiel, machen wir einfach mal, damit du mal zeigst, wenn die plus Walk, plus gecharged, mit maximalen Attacken, was sie an Damage machen würden. Ja. Ja. Ich glaube, mal sehen. Okay, dann ist die erste Runde fürs Astra Militarum vorbei. Die Stahllegion, die lädt nach und die Orks, die laden auf und ich würde sagen, los geht's. Orks, Runde Nummer 1. Ich habe mit den Gretchens einen zusätzlichen CP generiert, das heißt, ich hatte 2 CPs. Einen CP musste ich schon investieren, weil ich mit diesen Orc Boys da Jump gemacht habe und ich eine 1 gewürfelt habe und dann habe ich das CP gerollt und dann habe ich das geschafft. Deswegen stehen die schon hier und versuchen gleich den 7er Charge auf deinen Basilisken, weil mich die am meisten stören. Okay. Ich die halt wegkriegen muss und du hast dann 3 Stück stehen und dann musst du dich erstmal um diese Orkboys kümmern, dass es so der Intact machen kann. Er hält hier einsam und alleine diesen Marker. Also der Nobbons Messer kriegt, du hast ja seine Begleiter so. Die sind schon weg, ne? Die hast du ausgelöscht, ausradiert. Dann sind die Kopter nach vorne geflogen und die haben schon geschossen, weil Orks machen eigentlich nur viel Kraft, sie können eigentlich nicht gut schießen, aber die Kopter haben mal wieder das Gegenteil bewiesen und die 9 Schaden gedrückt. Ja, echt, auf den lieben Russ Kampfpanzer hier, ups. Da hat schon 9 Schaden gefressen, der Kollege. Ja, Wahnsinn. Geil. Die neuen Beastnagger Boys sind sehr weit nach vorne gestürmt, was sie ja nicht mehr so können. Ja. Die konnten sich 6 Zoll bewegen.
Ja, minus zwei, dass die Earthshaker kennen, ne? Die sind ja ein bisschen irritiert worden. Der Beatbus und Squeak ist nach vorne gelaufen, hier so ein bisschen in Deckung, weil da doch schon viele Limoise stehen, dass der einfach so über die Platte laufen möchte. Dann ist hier einfach, hier ist ein 10er Dropshooter, ist hier noch hinten stehen geblieben, damit ich halt noch einen Trupp in Reserve habe, um Deploy-Teleport-Homer zu spielen. Die sind nach vorne gegangen, die konnten jetzt noch nicht Deploy-Teleport-Homer spielen, weil die keine Sturmwaffen dabei haben, da kann ich es nicht spielen. Deswegen hat er sich hier nach vorne bewegt, macht hier Teleport-Homer. Der ist auch einfach nur nach vorne gerannt. Der ist nach vorne, Mordsaurus Greifmann ist nach vorne gerannt. Der Buggy hat sich nach vorne bewegt und ja. Und die Kopter hier auch, ne? Die Kopter sind auch einfach nach vorne gelaufen, nach vorne geflogen. So, die Grotze sind auf dem Homemarker stehen geblieben und hoffen, dass sie die Rakete überleben, weil eigentlich müssen die da stehen bleiben, um jetzt bis zu generieren. Ich sage ja, sehr gefährlich, die Boys da unten. Ja, cool. Kommen wir schon in die Nahkampfphase. Ja. Gibt ja im Prinzip nur eine spannende Sache, ne? Da hinten, den Charge. Das ist ein 7er. Dann Feuer frei. Du solltest ja locker, flockig schaffen. Mhm. Ja, komm, do it. Ja, passte. Ja. Gut, ein Basilisk hast du gesagt, ne? Möchtest du ran? Genau. Ja, da positionieren wir alles ran und dann kommen wir zurück, wenn da zugeschlagen wird. Genau, 27, also es kommen 9 Orc-Boys dran und der Weird-Boy kommt dran. Das heißt, es sind 9, es sind 27 Attacken plus nochmal die Attacken von dem Weird-Boy und ich habe 1 CP ausgegeben, dass ich auf die 5 plus Lethal Hits mache. Jo. Muss machen. Musse. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Und ich habe jetzt 27 Würfel in der Hand. Und Sechsen geben mir Substance-Hits, weil ich ja Orks bin. Ne? Das ist mein Logo. Und ich treffe auf die 3 und 5 und 6 sind automatisch verwundet. Dann? Feuer frei. Das sieht sehr gut aus. Hm. Du sagst einfach gleich, was ich machen muss. Es spiegelt gerade so sehr. Außerdem möchte ich gerade die Wahrheit erfahren. Da ist schon einiges dabei. Es ist schon einiges dabei. So. Für die Sechsten kannst du Zusatztreffer nochmal zulegen, ne? Drei genau. Stück. Drei Stück. Und da ich nur Stärke 4 habe. Auf die 6. Auf die 6. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 10 Stück. Sehe ich das richtig? Ja. Ja, das wird schon mal sportlich. Minus 1 aber, ne? Ja. Ja, dann muss ich einfach locker flockig 10 mal die 4 machen. Ja. Kein Thema. Oh, da geht noch einer auf den Boden. Ha, gut, dass der auf dem Boden war. Wir gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehen durch. So, 6 gehen durch. Dann habe ich noch 5 Lebenspunkte. Mhm. Dann haben wir noch einen Weird Boy. Der Weird Boy hat 3 Attacken. Ah, der hat da bestimmt noch so ein Psychic Staff, ne? Irgendwas Geiles. Ja. Das heißt, das ist schon mal automatisch verwundet. Ja. Und dann kommt noch ein Zusatzserver dabei. Der hat Stärke 8, das heißt, diesmal auf die 5. Genau. Das heißt, 2x minus 1 bitte. 2x minus 1, es müsste die 4 sein. Einmal ist die 4 und wie viel Schaden machst du? D3. D3, okay. Ein. Ja. Okay, dann ist der noch, also, nee. Also, hat jetzt 4 Lebenspunkte noch. Und ich glaube, 1 bis 4, der ist jetzt im schlechtesten Bracket schon, ne? Genau. Ja. Ja, macht nichts. Ja. Hast du gut gemacht. Ich lege da jetzt die Lebenspunkte dran. Das Zurückschlagen, ja, sollen wir es mal machen, damit wir es gemacht haben. Ja. Das Ding hat wahnsinnige 3 Attacken. 3 Attacken und würde jetzt auf die 4, also auf die 5, also gar nichts. Siehst du? Die Lebenszeit hätten wir uns sparen können.
Ja. War das denn deine Runde oder hast du noch was im Petto? Nee, das war tatsächlich meine Runde. Gut, ja, ich schreibe mir hier die Lebenspunkte auf und dann geht's Runde 2 für die Stahllegion. Runde 2, Stahllegion. Am Ende der Bewegungsphase. Ich habe mir Missionsziele, also verdichte NS, habe ich ja behalten. Und Niemandsland sichern habe ich neu dazugezogen. Ja, das wird auch, ja, zumindest in der Runde nichts. Gut, aber was willst du machen? Hier links bin ich aus dem Nahkampf zurückgefahren. Die Orks waren auch schon sehr überragend stark hier. Da musste ich einen Rückwärtsgang einlegen. Das Todesstoßraketensystem auch. Die Basilisk hier musste ein bisschen Platz machen. Die beiden Panzer hier, der Panzerkommandant und der Lehman Russ Kampfpanzer haben Befehle bekommen. Die sind wieder ein bisschen besser. Dazu hat der Engineer, der Tech Priest hier, der kleine, ganzen einen Lebenspunkt heilen können. Reicht aber, damit er wieder im besten Bracket ist. Das ist wunderbar. Der Lehman Russ Kampfpanzer ist nach vorne gefahren. Versucht gleich hier, obwohl er sich gut versteckt hat, hier den Kollegen hier abzuschießen. Und der Stormlord, der Mächtige, der ist natürlich nach vorne gefahren. Und ich wollte zuerst aussteigen mit den Bullgrins, aber die sind noch drin, stehen geblieben. Die steigen gleich aus, denn der wird sein ganzes, komplettes Feuer, glaube ich, hier auf diesen Skarbrand, wie auch immer der Typ heißt. Auf Skarbrand. Genau, ballern. Muss er machen, muss er einfach machen. Ja, die Basilisk hier und die Chimäre sind stehen geblieben. Mhm. Im Prinzip, ich weiß gar nicht, warum ich die Chimäre eigentlich jetzt noch brauche. Ich muss die Punkte irgendwie vollkriegen, das war es wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, fange ich mit der Chimäre hier an zu schießen. Die schießt einmal ihre Earthshaker Cannon auf deine letzten Grotzler da hinten auf deinem Missionszielmarker. Ich würfel mal schnell hier. Willst du nicht mit der Rakete zu schießen? Ich kann mit der Rakete jetzt nicht schießen, weil ich das Fahrzeug bewegt habe. Und dann kannst du nicht mit der Rakete. Nein. Ich sag ja, das Ding ist voll behindert. Ne? Ich werde den Marker auch gleich versetzen, den werde ich irgendwo anders hinlegen. Mache ich in der Schussphase, mache ich das gleich. Aber erstmal, wie viel Schuss mit dem Basilisken, der hier steht, auf die Grotze, auf der Missionszielmarker? Ja, 2 plus 3 sind 5. Jawohl. So, du hast noch 3 Stück da stehen, ne? Ja. Ja, ich treffe jetzt leider nur auf die 5, weil ich mich bewegt habe. Ja. Ne? Gar nichts. So geht's. So fängt schon gut los. Jetzt muss ich die zweite Basilisk nehmen für 3 Grotze. Kannst du dir das vorstellen? Das, ja. Aber muss ich machen. Ja, dieses Basiliskensystem schießt ebenfalls auf die Grotze. Wie viel Schuss? Ja. Ich verstehe gar nicht, was ihr alle mal gegen diese kleinen Grotze habt. Die sind so klein, die sehen cool aus. Ja, die haben jetzt einen CP generiert, die erhalten dann einen Siegespunkt. Ja. Ohne den CP hättest du jetzt vielleicht nicht einen Jump machen können. Ja. Das war schon ganz schön gemein. Okay, die trifft aber jetzt auf die 4, weil die sich nicht bewegt hat. Ja, super geil. Das sind auch nur 2. Oh Gott, dann stehen die da immer noch, ey. Ja. Einer? Ne, 2. Stärke 10 hat die, also 2-mal. Ja. Was haben die Grotze? Ein 6er. Ja. Minus 2? Minus 2, ja. 2 Grotze tot, ne? Ja. Boah, ist das schlecht. Sind die schlecht? Gut. Ja, was willst du machen? Dann, ach, der schwere Bolter hier schießt noch von der Chimäre auf die Boys. Oder nicht? Oder doch? Nee, war ich nicht. Der Lehman Russ Kampfpanzer schießt. Na, ich glaube, der Kommandant hier schießt zuerst. Mhm. Der sieht ja noch eine Sichtlinie hier zu denen hier. Mhm. Da schießt er nämlich da drauf. Obwohl, du nimmst ja eh von dem Trupp weg, ne? Nee, dann schießt der zuerst. Der schießt zuerst. Wie viel Schuss mit seinem Battle Cannon? W6 plus 3. 4 plus 3 sind 7. Du bist aber. Ich
Du bist 20, ne? Ja. Also gibt es noch zwei dabei. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 und 2. Gut, dann trifft der mit der Kanone auf die 3 und Einsen kann ich mit der Battlecan sogar wiederholen. Das wäre eine 1, das ist eine 6, substantiert, ich bin stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben, so. Die 1 wiederhole ich hier, zack, wunderbar. Stärke 10, Widerstand? 5 auf die 2. Auf die 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal minus 1, meine ich nur. Minus 1, aber dafür 3 Damage. 9 mal oder 10 mal? 9 mal. Eieieiei. Oh, 8 Stück. Gehen? Ja. Oder 8 mal gesaved? 8 Tote. Ja, sehr gut. 8 Tote. 8 tote Orkse? Ja. Okay, dann schießt noch die, das Geschütz hat jetzt geschossen. Mhm. Melterkanone, 2 Stück. Mhm. Also Melter und die Laserkanone. Der Melter hat, Multimelter hat 2. So. Das sind also 4 Schuss Melter. So, die Einsen darf ich jetzt nicht wiederholen, aber ich bin stehen geblieben, dafür auch Substained Hits. Ja. Auf die 3, weil der Melter hat noch Stärke 9. Dreimal minus, aber dafür minus mehr, minus 4. Ja. Also 3 Tote nochmal, ne? Ja. Und die Laserkanone trifft. Ja. Auf die, ja, und wundet auch. Auch nochmal einen Tod. Ja, das sind 12 Tote. 12 Tote, sehr geil. Ja, macht der Panzerkommandant das gleich. Der schießt auch noch drauf. Ich überlege nur, ob ich da auch, ob es sich da lohnt, wieder zu überladen oder nicht, weil du hast eh nur einen Lebenspunkt, ne? Mhm. Wenn ich mit der Panzer, mit der Plasmakanone überladen sollte, gibt mir das, glaube ich, keinen Vorteil. Stärke 7 minus 2 oder Stärke 8 minus 3. Ist wurscht, ne? Ja. Minus 3 ist ein besser. Du hast einen 5er? Genau. 5er Rüstung. Ah, das wird das sowieso. Okay. Alles klar. Dann der Panzerkommandant schießt auch, was er hat. Also die Plasmakanone. Und ach, ich habe eben vergessen, die Seitenkuppeln auch zu schießen. Ne? Na, dumm ist, wer dummes tut. Aber diesmal vergesse ich das nicht. Okay, die, ich fange an mit der Kanone. Das sind dann W6 plus 3 Schuss. Mhm. Du bist jetzt aber nicht mehr, du hast jetzt nur noch 8 Leute noch, ne? Genau. So, das sind. Nee, gar nicht, weil ich bin noch 9. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 und dann einen für Blast dabei, ne? Genau. So, dann. Auf die 3. Mhm. Das ist dabei, das ist dabei. Der Panzerkommandant hat nicht so wirklich Lust. Auf die 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 mal minus 2. 5 mal minus 2. 5 mal minus 1. Genau. 6er. Das sind 5 Leute. Jawohl. Da sind wir bei 17, ne? Ja. Die zwei Seitenkuppeln, jeweils D3 Schuss. Ja. Das sind 3 und das sind 2. So, auch auf die 3 durch Panzerbefehle. Ich bin stehen geblieben, Substanz passt, geht sich auf. Mhm. Und das Ding, die Dinger haben, glaube ich, auch nur Stärke, also ich bin nicht Overcharge, Stärke 7. Das bleibt dabei. Auf die 3. 1, 2, 3 mal minus 2. 3 mal mit minus 1. Ich habe noch nur noch 2 normale Boys da drin. Sind die Boys tot? Jawohl. Dann habe ich noch einen Boss da drin. Der hat einen besseren Rüster. Ja. Dass er keinen Retter hat. Der Red Boy hat einen Retter. Ach, verdammt. Oder?
Ich glaube schon, aber der wird bald auf jeden Fall mehr leben. Aber du kannst den Wildboy eh nicht töten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wieso? Weil der Charakter ist oder was, ne? Ja, okay. Ja, der Boss in den normalen hat auch noch ein 5er Save. Das heißt, auf die 6. Wie viel Schaden würdest du machen? Zwei. Zwei, Einen das nur, weil ich habe nicht heißt, ein. überladen. Okay, dann steht der Boss noch da mit einem Leben. Dann die Laserkanone noch hinterher. Oh. Trifft, Sustained Ja. Hits sogar. Zack. Ja, zweimal minus vier. Hat doch, Laser hat doch minus vier, oder? Laser hat nur minus drei. Entschuldigung. Ja, dann ist der Boss auf jeden Fall tot, aber du machst ja zwei Shots. Dann habe ich noch einen Weird Boy. Der Weird Boy hat auch nur einen 5er Save und Ach ja, genau. Kein Retter. keinen Retter. Ha! Wie viele Lebenspunkte hat er? Vier. Ja, W6 plus 1. Ja. Ja, dann ist die Einheit genau tot. Puh! Schwein gehabt. Ja, aber dafür hat jetzt das halbe Astra Militarum draufgeschossen. Boah, ist das traurig, ne? Das ist so traurig, das kannst du ja gar keinem erzählen. Gut, entfernen wir die Verluste gleich. Ich würde vorschlagen, hier, der Panzer schießt auf den hier, wenn er den sieht. Auf den Einzelnen? Ja. Ja, siehst du. Ja. Ja. Siehst du hinten den hinteren Teil der Base ist so. Ne? Komm auf jeden Fall Deckung, aber ich habe auch 4er-4er. Okay. Wie viel Schuss mit der Battle Cannon? Ja. Ein. Den würde ich mal für CP locker flockig wiederholen. Ja. Weil aus 1 kann ich immer locker flockig eine 2 machen. Ja. Ja, genau. So, aber immerhin 3 dabei. So, der trifft aber jetzt auch nur auf die 4. Aber Ja. 1 sind wiederholen. Ich Das hatte ist schon mich mal gut. bewegt. So, deswegen gibt es keine Substand Hits. Aber die Ja. 1 kann ich wiederholen. Die 3 ist raus. Nö. Stärke 10. Widerstand. L7. Auf die 3. Jawohl, zweimal minus 1 nur. Minus 1 nur. Also du hast nichts. Ich habe auf jeden Fall ein 4er Save. Ja. Ja, okay. Ja, hast du Beide. nichts kaputt gemacht. Dann die Melter. Ja. Einer. Die Daniel, du kannst doch bei der Kanone einzeln wiederholen, ne? Nur bei Kanone, Ja. genau. Auf die 3, jawohl, minus 4. Einmal minus 4. Ja. Mit minus 3, da habe ich keinen normalen Safe gegen. Ja, wie viel Schaden zu machen? Also ein Retter hast du nicht. W6 plus, also für 4. Für 4. Für 2. Okay, und die Laserkanone noch? Nee. Dann sind wir da durch. Ja. Und ja, jetzt schießt der Stormlord alles, was er hat, hier auf deinen Boss hier. Ja. Das sind ganz viele Schuss. Ich würde vorschlagen, das machen wir off-cam. Ja. Da muss ich auch mit zwei Händen würfeln. Das dauert so lange. Wir kommen sofort zurück, wenn das Ergebnis feststeht. Ne? Ja, klar So, machen machen wir es. Ja, das war eine traurige Schussphase von dem ehrwürdigen Stormlord hier. Ich habe alles, was ich hatte, auf diesen Beast Boy-Kollegen geschossen und konnte ihn sage und schreibe 2 Lebenspunkte abziehen. Das war ja zu erwarten, dass er nicht viel geht. Gut, damit endet die Runde des Imperiums. Die war bedeutend schlechter als die Runde zuvor. Dafür hast du nichts mehr zum Springen, kein Jump mehr. ja. Aber du bist sehr gut aufgestellt. Bin sehr gespannt, wie weitergeht. Deine zweite Runde kommt jetzt. Orks, Runde Nummer 2. Was ist passiert? Also, er hat versucht, ein CP zu generieren. Er hat es nicht geschafft, wahrscheinlich weil die Grotze dort schon fehlen. Und OC-Test hast du auch verbaselt, ne? Ja, das heißt, ich habe für den Punkt noch nicht mal Punkte bekommen. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann habe ich meinen Wag ausgerufen und deswegen stehe ich schon immer so weit vorne. Die Kopter sind nach hier gefahren, haben hier 3 Lebenspunkte abgezogen.
Dann sind die Bosse ausgestiegen, versuchen ihn gleich zu chargen. Mosrooks Grabmann ist nach vorne, versucht da gleich zu chargen. Der Guardbot ist nach vorne, versucht gleich auch mit da rein zu chargen. Er hat 3 Schaden bekommen, weil er den Hazard ist. Also er hat hier drauf geschossen. Es ist nichts passiert, aber er hat selber 3 Schaden genommen, weil er den Hazard-Test verpasst hat. Die Ork Boys sind in die Mitte gelaufen, machen dort Teleport-Homer. Der Guardbot ist nach hinten, um einmal um das Gebäude zu laufen. Ja, witzig, ne, dass so Dinger nicht durch eine Ruine stampfen dürfen. Naja. Dann ist der Nob und Smasher Squeak ist nach vorne gelaufen, hat Abwehrfeuer gefressen von dem Panzerkommandanten Genau. und ist auf einen Lebenspunkt runter. Und jetzt steht er da noch mit einem Lebenspunkt. Aber er steht noch da. Er steht noch da. Dann haben wir hier den nächsten Squeak-Reiter, der steht jetzt auf offenem Feld und versucht gleich hier irgendwie auch mit hier in den Nahkampf zu kommen. Hoffentlich. Dann haben wir hier noch Killercopter. Die versuchen hier in den zu chargen. Sie haben auf ihn geschossen. Sie haben sich, der mit dem Custom Mega Blaster hat sich selber 3 Schaden genommen und jetzt ist er noch mit einem Lebenspunkt. Das war meine Bewegungsphase. Ach ja, und hier die Beastnagger sind auf dem Acker gelaufen. Ja, das ist schon mal sportliche Ansagen gewesen auf jeden Fall. Wir haben, wie ihr gemerkt habt, Bewegungsphase und Schussphase direkt abgehalten. Die Orks sind ja nicht so gut im Schießen, dafür mehr im Nahkämpfen. Ja, Ja. Chargerinos. Charges. Mach fragen wir hier an Mordsrolls Kragband da rein. Das müsste ein Vierer sein. Ja. Na 7 ist da drinne. Genau. Dann haben wir einmal die Ja, da Ork. brauchst du nicht für würfeln, die kannst du auch Ja. ansetzen. Dann haben wir die Killercopter einmal da rein. Mit einer 8 sollten die drin Auf jeden sein. Fall. Dann haben wir da hinten einen Guardbot. Der möchte auch mit da Der rein. möchte auch noch. Ja. Okay. Dann Mit einer 11 sollte sollte klappen. er drin sein. Ja, sehr gut. Dann haben wir hier einmal einen Nob und Smasher Squeak, der möchte da rein. Das müsste ein 5er sein oder ein 6er. Mit einer Passt. 6 sollte es passen. Und der Kollege dahinter. Der Kollege dahinter, das haben wir gesagt, das ist ein 11er, ne? Auf den Panzer hier vorne, ja. Nee. Reroll. Eingebauten Charge-Reroll, Na ja. dann musst du machen. Muss er machen? Nee, steht ja Nee. da. Dann haben wir noch die Killercopter. Die möchten auf den angeknusperten lieben Ja. Russ. Mit einer 7. Müssen wir messen. Ja. Das könnte knapp werden. Mess mal nach und danach würde ich sagen, stellst du alles ran. Ich werfe Oder. einfach nochmal einen Ach, er wirft hinterher. einfach mal nach. Okay. Ja, mit der 5 auf gar keinen Fall. Okay, dann gucken wir mal, ob die 7 funktioniert. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Warte. Nee, guck mal, das ist mindestens ein 9er. Ja. Okay. Ja. Gut, dann stellst du alles ran und Ja. dann wird zugeschlagen. Ja. Dann fahren wir doch direkt mal hier bei diesem wunderschönen Nahkampfarm gegen den Shadow Sword. Stormlord. Ich lasse es einfach sein. Ja, ist egal. Irgendwann klappt's. Irgendwann. Er hier rein. Also Mordsrolls Kragband in deinen wunderschönen großen Panzer hier. Ja. Er mag ja große Ziele, es ist bekannt. Ich habe einen Attack gemerkt, dass ich schlage jetzt mit 7 Attacken zu. Okay. Ich treffe auf die 2. Das ist schon mal gut. Eine raus, nochmal 2 dabei. Jawohl. Du bist ein Vehikel, das heißt Eindeutig. auf die 4 plus. Ach, hey. Hätte ja so schön sein können. Boah, kannst du wiederholen? Nee. Wie viel haben wir denn da im Angebot? 5 Stück. 5 Stück. Minus. Minus 1 für 3 Schaden. Oh, minus 1, das ist doch die 3. Bevor ich mich jetzt ganz vertue. Ja, ich meine, du hast ein 2er. Ja, ne? Gut, es sind dann aber auch für 3 Schaden. Ja. 3, 6, 9. Okay, nehme ich den schon mal weg und den schon mal weg. Dann hat er noch extra Attacken, 4 Stück. Die treffen nur auf die 3 leider. Oh, Ist einer dabei. das passt schon. Ich habe Stärke 7, also Stärke 8 im Wag. Da hast du keine Anti-Vehikel-Regel Nee. bei. Ja, dann auf die 5. Oh, das sind Viermal.
Nee, dreimal. Also hast du das in Mortal Wounds? Ach so, ja, da habe ich nichts gegen. Wie viel? Mortal Wounds? 12 Stück. 12? Ja. Ja, dann war es das schon. Ich würfel mal, ob der in die Luft geht. Nein. Dann entferne ich ihn kurz und Ja. dann steigen die Boys eben noch aus. Dann würfel ich, wie viele drauf gehen. Und ja, eine schnelle Runde hier. Ja, ich habe noch einen Knob-on-Smasher-Skill. Da Ja, können wir direkt da weitermachen. können wir weitermachen. Hupala. Ja, der ist wieder ganz weit weg. Gut, dann hier auf den Lemonrass. Da haben wir 6 Attacken, weil wir im Wag sind. Auf die 3. Oh. Der hatte gar keinen Bock. Der hatte nicht so Ja, Lust. der hat hier durch die Ritzen und Lücken und die Fenster geguckt, wie sein Chef das macht und war so begeistert, dass der keinen Bock mehr hat. Auf die 3, weil du ein Wekel bist. Ja. Einer. Minus 1. Habe ich nicht. 2 Schaden. Ja. Okay. Dann hat er noch 3 Attacken. Extra Attacken. Jawohl. Die treffen 2 Stück von. Der ist halt ein bisschen schlechter wie der große. Ah. Nur Stärke 7. Ist nichts. Nichts. Ja, ich werde auch Off-Camp zurückschlagen. Vielleicht kriege ich ja einen Lucky Hit mit dem lieben Russ einen Lebenspunkt hin. In der Zwischenzeit auch die Verluste entfernen und dann kommen wir wieder in die dritte Runde fürs Imperium. Runde 3 für das angeschlagene Imperium. Ja, was willst du machen? Wir haben hier am Ende der Runde den Baneblade, den Stormlord. Ich fange auch schon an, mein Gott. Entfernt. Die Jungs sind dann ausgestiegen. Beim Ausstieg habe ich gut gewürfelt. Ein Bulgrin hat nur einen Lebenspunkt verloren. Das ist ganz gut so. Und die sind danach in der Bewegungsphase Richtung Devcopter gegangen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so Sinn macht, aber das weicheste Ziel, was hier steht, habe ich das Gefühl. Und gucken, was da passiert. Ja, hier habe ich ein bisschen mich bewegt. Die Chimäre ist da links. Der Engineer Seer hier ist ein bisschen nach rechts und ja, gleich für das Feuer eröffnet. Der liebe Russ Kampfpanzer, der hat eben noch zurückgeschlagen auf Camp. Ganz gut sogar. Du musstest ein CP einsetzen, sonst wäre er weg gewesen. Ne? Ja. Pah, ja. Aber deswegen ist er da stehen geblieben. Der versucht ihn gleich abzuschießen in der Schlussphase. Das muss funktionieren. Ja, hier ist auch alles stehen geblieben für letale Hits. Das ist mir jetzt wichtiger. Irgendwas zu töten, denn das ist das Stichwort. Ich habe ja immer noch vernichte es und neu gezogen, keine Gefangenen. Ja, langsam muss was funktionieren, denn ja, jetzt theoretisch brauchst du ja fast nur noch auf den Missionsmarker stehen bleiben. Ne? Ich bin da jetzt sehr, sehr stationär. Das Todesstoßraketensystem hat diesen Missionsmarker auserkoren, möchte da vielleicht in der nächsten Runde mal die Rakete abfeuern. Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und ich bin bereit, wenn du auch bereit bist, wäre ich bereit zu schießen. Ja, klar. Ja? Ja. Ich fange an jetzt hier mal von rechts nach links. Ja. Dieser Basilisk eröffnet das Feuer auf deinen Grotz, der da hinten steht. Der eine Grotz, der muss weg. Wie viel Schuss kann ich generieren? 6. Ja. Plus 3 sind 9. Das ist ganz hervorragend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, geil. So, auf die 4. Ja, plus 1, minus 1. Genau. So, das ist mal eine 6 16 dabei. Zusatztreffer. Genau. So, mal gut so. Die sind raus. Ja. Und jetzt das Ganze auf die 2. Das ist das Gute daran, eventuell kann ich hier da wenigstens den Missionsmarker schon mal wegschießen. Ja, viermal Noch im Wagen. hat er. Ja, ach, stimmt, ja. Wie viel Schaden machst du? 3, glaube ich. Ne, oder 2. Auf jeden Fall, ich gucke, ist das wichtig? Wenn du mehr als einen machst, dann ist er tot. Ich mache mehr als einen, ja. Okay, dann. Ja. Also, wenn du mehr als zwei machst, dann ist er Ja, tot, ja. ja. Okay, haben die geschossen. Dann schießt hier. Man soll nicht so kommen lassen, ne? Das schwere Bolter von der Chimäre und die Less Gun Array auf die Chimäre von der Chimäre auf.
Auf wen denn? Auf deine, du hast ja noch den Walk, ne? Auf deine Boss Nobster. Ein Treffer. Ja. Widerstand. 5. Dann auf die 4. Jawohl. Einmal minus 1. Ist dann 4. Ja, auch 5er Rette hast du auch noch, ne? Hab ich sowieso. Ja, hast du. Ein Multilaser. Multilaser schießt auch noch drauf. Mhm. Lescan hat 6 Schuss und Rapid Fire 6. Bin ich da vielleicht in Rapid Fire Range? Ich habe 36 Zoll, nee, 24 Zoll. Ist das 12 Zoll? Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind ja alle meine Würfel. Boah. Auf die 4. So. Bin aber bewegt, deswegen gibt es da nichts extra. Leider nur Stärke 3. Da machst du nichts dran, ne? 5er, ne? 1, 2, 3 mal minus nix. Auf die Nobs? Ja. Ha! 2, wie viel Schaden? Jeweils nur ein. Dann ist einer tot. Boah, geil. Die Chimäre. Und jetzt kommt die Hunter-Killer Missile auf. Ja, oder soll ich Hunter-Killer Missile auf den hier? Der hat auch Lebenspunkte weniger, ne? Der hat sich auch irgendwie mit dem Ding da selbst in die Luft gesprengt, so ein bisschen, ne? Ja. Wie viel hat der noch? 5. Dann schießt die Hunter-Killer Missile da drauf. Ja. Ich glaube, den kriege ich eher kaputt als den da. Ich treffe. Ja. Toughness 8. Stärke 14. Ja. 3. Jawohl. Minus. Minus, boah, die Chimäre. Weltbeste Chimäre der Welt. Minus 3. Okay, ich habe eben 5 Mal getan. Ja, genau. Muss du machen jetzt. Come on. Da ist die 5. Da ist die 5. Ja, ist doch nicht die weltbeste Chimäre der Welt. Da muss es der weltbeste Lehman Russ Kampfpanzer der Welt sein. Der schießt nämlich jetzt hier ja, alles, was kein Blast ist, hier in den Nahkampf. Ja. Und Blast hinten auf deine Boys hier an dem Dingsbums. Oh. Ja. Ja. Muss machen. Muss ich machen. Ich schieße erstmal die beiden Melter, Multimelter, ja. Auf, ja, auf die 4 ist jetzt die 5 im Nahkampf. Einmal. Das könnte reichen. Stärke, mehr als du wieder auf die 3. Jawohl. Auf deinen Retter. Das ist die 1. CP. Wie viel Schaden? Ja, W6 plus 2, ne? Also das Melter. Ja. Der macht, ja, also Melter Range. Ja, W6. Werf mal bitte. Schaden. Ach, du hast ein Feel of Pain, ne? Ja. Feel of Pain. Für 7. Boah, gut gewürfelt, aber es reicht nicht. Schwein gehabt. Damit verpufft aber auch die Laserkanone. Ja. Und jetzt schieße ich, bin ja nicht mehr im Nahkampf, jetzt schieße ich die Kanone auf deine Boys hier hinten. Ne? Ja. So. W6 plus 3 haben wir mittlerweile gelernt. Das sind 7 plus bis 10. Wie viel bist du noch? Nee, noch 9. 4, 6. 7, na plus 1, ne? Ja. Mhm. Ja, ich habe mich bewegt. Ja, auf die 4 bleibt. Genau, wird nicht besser. Ja. Da sind 2. Widerstand? Auf jeden Fall. Ja. Ja, also wenn du Widerstand 5 hast, dann auf die 2. Wenn du Widerstand 6 hast, dann auf die gar nichts. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur Widerstand 5. Ja? Ja. Ja, ich habe Stärke 10. Genau. Dann einmal minus 3. Ist mir egal. Ja, du hast den 5er Retter, ganz genau. Jawohl. Okay. 3 Schaden. Ja, dann ist einer tot. Okay. Gut, dann weiter hier im Text. Ich habe hier noch 2 Basilisken. Ja. Die schießen gleichzeitig, also ne, ich fange erst an mit dem hier. Ja. Der ist noch im vollen Bracket. Der schießt ebenfalls hier drauf. Da auf die Boys da hinten.
Denn irgendwie sind die auch nicht so meins. Tun mir zwar nicht weh, aber halten die da hinten zumindest auch einen Punkt. Ne? Gut, das Ding haben wir ja auch schon öfter gehabt. Macht W6 plus 3. W6 plus 3, da bin ich dabei. So, dann habe ich 3 und 3 sind 6 und eine dabei sind 7. Ich bin stehen geblieben, Sustained Hits triggert also wieder und plus 1, minus 1, es bleibt die 4. Okay, das sind 2 Sechsen, das ist so, D ist raus und das ist raus. Stärke 8 auf die 3. Jawohl. 1, 2, 3, 4 mal minus 2. 4 mal minus 2, ich habe 5 Bretter. Ja. 2 Tote sind schon 3 Tote. Jawohl. Und dann schießt die zweite auch noch hinterher. Die ist aber, trifft einen schlechter auf jeden Fall. Aber wie viel Schuss? 3 dabei. Und du bist auch noch über 5, ne? Ja, noch genau 5. Noch 5, ah, wunderbar. So, aber jetzt nur auf die 5. 5 ist das Schlagwort. Wir stehen geblieben, einen dabei. Das ist ja ganz gut. Guck mal, dafür, dass die so schlecht ist. Ja. Auf die 3. Ja. 2 mal minus 2. Ich hab 5. Nee. Nochmal 2 Tote, ne? Gut, dann haben die alle geschossen. Dann schießt jetzt der bam, 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 bam. Der Lehman Russ schießt auf deine Kopter. Der ist noch nicht schlechter. Ja, der konnte immer wieder eingeheilt werden. Ne? Also der hat jetzt insgesamt für 2 Lebenspunkte geheilt. Ja. Der ist jetzt von 4 auf 6 Lebenspunkte wieder hoch. Also der trifft ganz normal. Ich fange an mit den Meltern. 2, also 4 Schuss Melter. Ja. Auf die Kopter, so war das. Auf die Kopter, genau. Okay. 4 Schuss Melter. Die 1 kann ich nicht wiederholen. Ja. Stärke 9, Widerstand. Weniger auf jeden Fall. Ne? Ja, auf die 3. 3 mal minus 4. Ja, du hast 5 Retter, ich weiß. Nee. Okay. Mach ich nacheinander. Ja. Also der Vorderste ist auf jeden Fall tot, der hat noch kein Leben. Ja, genau, also 2. Dann mache ich den nächsten, die Nummer 2. Und die Nummer 3. Ja, sind 2 Tote. Ja. Die Laserkanone auf die 3 trifft. Ja. Also auf die 3, weil der auch die Panzerbefehle wieder hat. Ja, ja. Und auf die 2 wahrscheinlich. Stärke, du hast hier schon 6. Ja. Auf die 2. Jawohl. Minus irgendwas auf deinen Retter. Nee. W6 plus 1. Für 2. Ja, dann steht der noch mit 2 Lebenspunkten. Nach. Okay, dann schießt das Geschütz noch drauf. Ja. W6 plus 3. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ich bin stehen geblieben. Ich treffe auf die 3. Die 6 sind Substant Hits und 1 sind wiederholen. Mein Gott, was für Regeln sind. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich mir alles merken soll. Also das sind 2 Zusatztreffer hier. Da kann ich mal, das war dabei. So, das ist alles nur für 2 Lebenspunkte, ne? Oh, noch einer dabei, okay. Der hat richtig gut getroffen. Okay, und Stärke 10 auf die 3. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal auf deinen Retter. Kann ich. Ja, sicher. Fast. Ja, dann ist der Trupp auch weg. Ja. Ja, bleibt nur noch der Panzerkommandant. Der schießt auf deinen Squig-Boss, Grotznogger, wie auch immer heißen mag. Ja, da würde ich 1 CP ausgeben für minus 1 aufs Verwunden. Okay. Geht das nicht nur auf Infanterie? Nee, das geht generell. Ja? Okay. Geil. Dann würde ich vorschlagen, schieße ich zuerst die. Habe ich den. Ich auch habe den Kanda-Killer-Missel auch ausgerüstet. Ne, kostet doch nichts heutzutage. Deswegen habe ich die sicherlich ausgerüstet. Ja, habe ich. Schieß zuerst die Hunter-Killer-Missile.
Mitte weg ist. Ah. CP? CP. Hast du noch einen? Ja, ich habe sogar noch zwei. Ich habe eben eine Karte abgegeben und einen bekommen. So. Hunter-Killer-Missile. Busch. Jawohl, trifft. Ja. Wundet dann, du hast Widerstand 7? Nee, Widerstand 10. Ach so. Wundet dann aber nicht auf die 3. Nee, auf die 4. Auf die 4. Und dann schießen die beiden Plasma-Seiten. Wie viel Schuss jeweils? 2. So. Ne, 3. Ne, 2. So ist richtig. Ne? Mhm. Auf die. Da bin ich stehen geblieben. Einen dabei. Also kann ich so einen dabei, einen raus. Ja, dann auf die 4. Jawohl! Boah. Ja gut, ich habe natürlich. Natürlich habe ich überladen, ist ja klar, ne? Ich habe einen Dreierrüster. Okay. Das heißt, du machst Minus? Ich mache Minus 2 oder so. Ne? Minus 3. Minus 3, ist mir egal. Ja, du hast ja 5er Retter. Ja. Okay. Kein. Das sind Schaden jeweils 2 Schaden. Jeweils 2, 4, 6. Ja. Ist mir egal. Sind da 3 Schaden. Okay, und dann schießt er die Plasma-Kanone. Ja. Wie viel Schuss? Für 2 plus 3 sind 5. Jawohl. So. Jetzt musst du mal zeigen hier, was der kann. Ach, der Kommandant kann zum Beispiel nichts. Auf die 4. Einmal auf den Retter. Hasse. Habe ich. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, erstmal Verluste entfernen und dann gibt es noch einen Charge. Und dann, gucken wir mal, wie ich bleibe. Die Verluste überall entfernt, Lebenspunkte markiert. Und dann sind die Bulgrins hier völlig euphorisch in den Nahkampf gestürmt, in die Defcopter hinein. Und die hauen jetzt zu. Und ich bin mal gespannt, ob die da noch eine Einheit rum oder kaputt schlagen. So ist es so. Ja, das passt schon irgendwie. So. Ja, Feuer frei. Hast du irgendwas zum Zünden, was da dagegen spricht? Da du bist hier nur in die Devcopters rein. Ja. Ne? Nee, tatsächlich möchte ich da mein CP sparen. Okay. Wenn du jetzt in beides rein wärst, hätte ich ein CP ausgegeben, dass alles bei mir nochmal zuschlagen kann, was getötet wurde. Die haben jeweils immer 12 Attacken, also 4 pro Nase. Ja. Ich fange mit den ersten 12 an. Die Jungs treffen auf die 3. Jawohl. Aber machen 6 was? Nö. Nee, nö. So. Bei mir machen die nichts. Die haben Stärke 7. Du hast Widerstand? 6, also 3. Auf die 3. 1, 2, 3, 4. 5 mal minus 1. Also auf mein 5er Ritter. Ja, genau. 3 kommen durch. Jeweils 2 Schaden. Dann ist einer tot und einer auf 2 Leben. Die zweiten 12. Das gleiche nochmal auf die 3. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf deinen Redder. Ja, sind die genau tot. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, ich peile aber nirgendwo nach. ja, dann entfernen wir auch da die Verluste, schreiben Punkte auf. Mhm. Und da war zwar eine verlustreiche Runde für die Orks. Ja. Dennoch lass ich mich überraschen, was du jetzt noch machst. Orks Runde Nummer 3. Ich habe gar nicht mehr so viele Einheiten, aber es sollte trotzdem reichen. Die du hast, die reichen, ja. Die reichen. Die sind hier auf dem Marker gerannt, das suche ich nochmal nach. Vielen Dank dafür. Ja, Logo. Habe ich vergessen. Der Buggy ist stehen geblieben, die sind dort stehen geblieben. Hinten die Beastnagger Boys haben ihren Moralwehrtest nicht bestanden und dann sind die einfach abgehauen, weil hier schon so ein Signal liegt und die davor Angst haben. Diese glorreiche Rakete, ich kann sie einfach nirgendwo abfeuern, verdammt. Schießt sie gleich einfach irgendwo ab.
Ja, und wie sieht's hier aus? Die haben schon, also ich habe schon meine Schussphase gemacht. Die Ork Boys haben geschossen auf deine Bullgrins? Bulgrins. Sie haben einen Bulgrin erschossen, weil ich den Scratch geopfert habe. Dadurch habe ich die Skills auf die 5 Plus. Ist Ja. nicht fantastisch. Dann ist der hier nach vorne gemacht, hier Teleport Homer. Der Mordsrock Skalpan ist hier nach vorne, versucht gleich deine Chimäre zu chargen und sie auseinanderzunehmen. Die Boys wollen natürlich die Bulgrins auseinandernehmen. Wir wollen irgendwas machen heute noch. Der Squeakreiter ist hier nach vorne und versucht gleich diesen Panzer Kaputt zu machen. kaputt zu machen. Das ist der Plan. Charges. Ja, Abwehrfeuer gab es noch. Ne? Ich habe noch auf den Kollegen Abwehrfeuer gegeben, aber hast alles wunderbar gerettet und gefiel nur Paint und was weiß ich nicht alles. Ja, Ja. Chargerinos, ich denke mal, brauchst nicht würfeln, positionier einfach ran und such dir aus, wo du zuerst zuschlagen möchtest. Mach mal hier einfach Da mal. möchtest du Er zuerst. hat noch nichts gemacht Ja, heute. dann lass ihn mal jetzt seine Stunde haben. Und die sind hier. Ja. Die Frage ist nur, ob die Boys hier einen oder beiden Trupp oder mehrere Trupps anchargen möchten. Also, Alle. ja, das ist nochmal eine Aussage. Jawohl. Okay, aber trotzdem zuerst der Anfang wird hier gemacht, ne? Genau. Ich habe nur noch 6 Attacken, weil ich nicht mehr im Park bin. Da sind schon mal 3 raus. Du bist ein Fahrzeug. Das Ja. heißt, auf die 4. Jawohl. Ja, du hast 3 Stück mit minus 1. Drei Stück minus eins. Komm, ich kann doch wohl mal die drei. Ich kann die drei. Sehr gut. Hat das hier nichts kaputt gemacht? Dann hat er noch eine andere Waffe. Ach ja, er hat noch eine zweite Waffe. Da trifft er einmal. Jawohl. 5, nichts. Dann gehen wir rüber zu ihm. Haben wir 6 Attacken nur noch. Ja, 2 raus, 2 rein. Linke Hand, rechte Hand. Wunderbar. Und. 2 Stück. Auf die Schmerre. Minus. Minus 1. Minus eins. Auf die Schmerre. Come on, Baby. Einmal habe ich, einmal nicht. 3 Schaden schon mal. Drei Schaden schon mal. Aber jetzt kommen ja diese fiesen Model Wounds, ne? Ja. Hat das der andere Reiter nicht? Nee. Na, schade. Stärke 7 nur noch. Fünfer. Das Ja. sind 8 Mortal Wounds. Acht Mortal Wounds. Ja, dann hat er, ist wahrscheinlich genau tot. Ja. Ich weiß nicht, ob die 11 oder 12 hat. Ja. Die Chimäre gucke ich nach. Zur Not. Wenn sie keine 12 hat, würde die explodieren. Aber ich meine, die hat ein bisschen mehr. Nee. Ich gucke das nach. In Ja. der Zeit positionierst du hier mal alles ran, würde ich Alles sagen. klar. So, ich habe mich ranbewegt. Und zwar habe ich kriege ich hier an den ersten, also an dem hintersten Trupp, kriege ich nur 2 Bosse ran. Das heißt, es sind 6 Attacken auf die 4. 6 sind Zusatztreffer. Sind 3 raus, eine wieder rein. Stärke 9. Auf die drei. 3. Das sind 3 Stück mit minus 2 für 2 Schaden. Drei Stück minus zwei. Ich habe vierer Retter, also dreimal Ja. auf die vier. Ja. Habe ich zwei Stück. Du Ist machst ein zwei Schaden. Schaden, würdest du einen Schaden, weil das so muss. Habe ich eben schon gesagt, sind ja Ja. so Ork-gleiche Gestalten, ne? Dann kriegt hier einer einen Schaden rein. Von dem hinteren Trupp. So, und wie viele hauen jetzt in den zweiten Trupp? Tatsächlich nur 3 Stück. Sehr gut. Ja, das nimmt der Masse Ork dann so ein bisschen den Punch, ne? Aber das ist ganz gut. Aber der war bis auch gut. Auf die 3. Ja. Oh, der war noch besser. Ja. Das sind 6 Stück. Sechs Stück. Auf die 4. Genau, sechsmal auf die vier. Eins, zwei gehen durch. Auch zwei Schaden dann Ja. nur. Ha, dann steht der auch noch, der Trupp. Geil. Boah, ihr seid die geilsten Typen. Ihr seid die geilsten Typen. So.
Da schlagen jetzt vier Stück und der Warboss drauf auf den anderen Trupp. Ja, der Warboss wird das wahrscheinlich klar machen. Es sind doch nur noch zwei. Auf die drei. Sechs Stück wieder. Wieder sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vierer. Geht zwei durch. Ja, dann ist der eine tot, der noch ein Leben hat. Genau. Der zwei jemand. Dann haben wir noch Warboss. Und zwar der Warboss hat, der ist jetzt ein bisschen traurig, Wieso? weil der im Wag nochmal vier extra Attacken hat. Boah. Jeder Warboss oder nur der? Ist das ein spezieller? Nee, jeder Warboss. Es gibt ja, glaube ich, nur, es sind ja alles nur unterschiedliche Modelle, aber Ah, es sind ja alles okay. nur Warbosse. Dann haben wir vier Attacken nur. Genau. Aber der hat Stärke 1000, ne? Stärke 10 hat er. Ja. Auf die 3. Bleibt dabei. Die hatten übrigens alle auf die 3 getroffen, weil die einen Warboss angeschlossen Okay. haben. Ja, das sind einmal zwei Devastating Wounds und das ist minus 2. Okay, einmal minus 2 Ja. auf die 4. Und dann ist er auch tot. Ja. Ja, super. Dann würde ich zurückhauen. Ja. Die sind jetzt noch voll jeweils, ne? Ja, also ich würde mit denen halt auch noch nachfallen und der würde wahrscheinlich auch noch da Ja. nachfallen. Ich denke, ich haue trotzdem auf die Boys, die auch mich Bosse. geschlagen haben. Naja. Ich fange an mit den 12 Attacken. Kannst gerne beide zusammenbefallen. Ja, ich habe nicht so viele Würfel. Okay. Wie viele Würfel brauchst du denn? Nö, das passt schon. Ich mach die ersten Trupp hier auf die 3. Das waren die 3. Und Stärke habe ich 7 auf die 3, ne? 1, 2, 3, 4, 5 mal minus 1. Also von hinten. Ja. Drei Tote, oder? Vier Ja, macht zwei Schaden. Schaden jeweils, ja. Ja. Und dann der andere Trupp. 1, war ganz gut. Und dann nochmal auf die 3. Der war ganz schlecht. Eins, zwei, dreimal. Minus eins. Jawohl. Nochmal zwei Tote. Boah, geil. Bullgrins, Junge. Ich glaube, dann sind wir durch, ne, mit der Ja, Runde 3. dann entfernen wir die Verluste und dann kommen wir wieder zu deiner nächsten Runde. So sieht's aus. Runde 4, Stahllegion. Ich habe gezogen. Läutern. Habe ich mir das gar nicht durchgelesen, weil das ist viel zu langer Text. Werde ich abschmeißen gleich. Und ein reizvolles Ziel. Ich glaube, da musst du mir irgendwas sagen, was ich hier. Werde ich genauso abschmeißen, wenn ich es könnte. Wird auch nicht machbar sein. Egal. Hier, was ist passiert? Ach so, ich habe vergessen, in der Kommandophase standen ja anders. Ja, wieder nur für einen. Der war auf 6, ne? Also ist er jetzt auf 7. Das Ja. hatte ich vergessen. So. So, genau. Bewegt hat sich hier die Artillerie gar nicht, denn ich möchte mit den Earthshaker-Cannons schießen. Ich möchte einfach mal, damit ich es getan habe, mit der Death-Strike-Rakete schießen. Die Panzer sind vorgefahren. Hier bin ich aber 8 Zoll weit weg geblieben von der Mitte hier, also von dem Marker, von dem Todesmarker da, denn dann da wird er gleich die Rakete einschlagen. Ich werde hier den hoffentlich erschießen und ja, die ganze Seite muss ich aufgeben. Die Bullgrins sind sicherlich gleich tot. Das Earthshaker-System hier wird gleich nochmal schießen und dann ist die Seite verloren. Da darfst du dich hier austoben. Da kannst du hier Ork und Morg-Banner stellen, so viel wie du möchtest. Einen schönen Ruinen beschmieren. Genau. Und damit ich es jetzt endlich mal mache, schießt jetzt das Todesstoß-Raketensystem. Hier. Die Rakete schießt jetzt hier rein.
und jede Unit ist leider nur eine. Was für eine Trauerspiel. Kriegt jetzt 2W6 Treffer. Ich werde mal würfeln, wie viel Treffer. Oh Gott, jetzt kommt es. Ja, für 7. Reicht ja ganz genau. Du bist 4, ne? Ich kriege ja nicht mal Blast dabei. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Trifft aber auf die 2. Ja. Ne? Ja, da sind ja 2 Einsen dabei. Ja. Und Stärke 14. Oh. Auf die 2. Ja. Jawohl. Minus, ich glaube, Minus ist da irgendwas. Minus, oh, ich hoffe gar nicht. Egal, wie viele waren das? Minus, wie viele waren das denn jetzt? 4 Stück, ne? Glaube ich. 5. Ja. Wie viel Schaden machst du jeweils? Der Schaden ist interessant, ne? Ja. Ich mache Schaden, leider nur ein. Boah, ist das traurig. Okay, ich habe noch 4 Stück da stehen. Ich würde es einfach doppelt bestätigen, wenn das okay ist. Ja. Oh Gott, ich stehe noch da, ne? Ein 6er Phenol Pain hast du? Ich glaube, ein 6er haben wir. Ja. Ja, auch mächtig, so ein Todesstoß-Raketensystem. Wahnsinn. Die Rakete ist abgeschossen. Ich glaube, ich kann die. Ne, ich mache es lieber nicht raus, aber ich kann sie rausnehmen. Der Marker ist damit weg. Brauchst du auch keine Angst mehr vorhaben. Wie viel stehen da jetzt noch? Du hast wie viel Minus gemacht? Minus ganz viel, ne? Minus 4, ja. Ja. Alle sind alle tot. Ja? Ja. Die sind alle tot? Ja. Boah, geil. Ja, richtig mächtig, so ein Ding, ey. Boah, super geil. Spiel ich jetzt immer. Dann schießt die erste Basiliski hinten auf deine Ork Boys, die hinten rumlaufen. Das bin ich nicht mit von dir. Ich auch nicht. Aber ich nehme, du bist, wie viele Leute sind das? 20 oder 10? 10. Ne, dann nehme ich lieber einen, der gut schießt. Ich nehme zuerst den hier, ja. Den anderen. Weil der ist, trifft ein bisschen besser. Mhm. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wie viel Schuss mit der Earthshaker-Batterie? Jawohl, das sind 6 und 9. Das sind dann 9 plus 10, 11 sind das dann wieder, ne? Yes, sir. So. Auf die 4. Ja. Und 6. Der ist stehen geblieben, oder? Genau, stehen geblieben. 6 ein Zusatztreffer. So. Da dabei. Raus. Der ist dabei. Die sind raus. Widerstand? 5. Auf die 3? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 mal minus 2. Willst du minus 1? Heißt, ich habe noch einen 6er an Deckung. Jawohl. Wir sind 4 Tote. Wunderbar. Ganz rechts, der Basilisk mit der Earthshaker-Kette macht das Gleiche. Oh nein. W6 plus 3 plus 1, ne? Jetzt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 und ein dabei. Mhm. Auf die 4. Jawohl, also eine 6, wunderbar, so muss es sein. Ach, und die 1 und 2 raus. Auf die 2. Jawohl. 4 mal minus 1 für dich effektiv. Ne, so viel Druck. Und dann die letzte, schießt auch noch drauf. Wie viel stehen da jetzt noch? Noch 2 Stück. Noch 2 Stück. Wie viel Schuss, Baby? Come on, be good. Na, 4. 4 plus 3 sind 7. 2, 4, 6, 7. Ja, aber die trifft leider schlechter. Quattro. Ich und die Fremdsprachen. Mein Gott, 5er. Ja, und eine 1 dabei. So. Das ist wichtig. Ein CP-Reroll. Mhm. Okay, auf die 3. Zweimal, oh Gott. Zweimal. Minus 1 ist es noch, ne? Also minus 1 ist es noch, ja. Ja, das ist die 6, auf die 6.
CP? Nee, ne? Okay, da ist der Trupp aber auch weg, ja. Das ist auch gut. Ja, jetzt schießen die Panzer, schießen, also erst der Panzerkommandant schießt zuerst auf den Kollegen da. Mhm. Panzerkommandant, wie viel? Ach komm, machen wir eine Laserkanone. Wie? Trifft, oh, ein Zusatztreffer. Stärke 12 auf die 3. Ja. Jawohl, zweimal minus 3. Egal. Retter. Nee. CP? Schaden. W6 plus 1. Hm. Nein? Ja, das sind 4 und das sind 5, 7. Ne? Ja. Plus 1 war das noch, ne? Ja. Sind. Hab ich? Das sind 4. Ja. Und 2. Das sind 6. Ja, ja, ich bin so euphorisch. So. Das sind 3. Okay, der hat einen 4er Phenopain, ne? Ja. Okay. Dann die beiden Seitenplasmakuppeln. Overcharge. Wie viel Schuss? Mhm. Mhm, das ist ganz gut. So. Ach, ich hätte gar keinen Zusatztreffer bekommen, weil ich gefahren bin. Ja. Eben. Tut mir leid. Dann gib dir noch einen Lebenspunkt zurück oder so. Ja. Okay. Ja. Jetzt denk mal dran, dass ich gefahren bin. Sechsen nützen nichts. Oh, und du triffst um 1 schlechter, weil du einen Nahkampf schießt. Genau. Da sind die 3 raus. Aber so. Und 5er. Mhm. Gar nichts. Plasma Kanone. Ja. Wie viel Schuss? 5 plus 3, 2, 4, 5, ja, wunderbar. Also ich will auf die 3, also auf die 4 und mhm. keinen Zusatztreffer, ich habe mich ja bewegt. Das muss man ja auch mal lernen. Und 5er. 1, 2, 3 mal minus 3. Ist ja auch egal, ne? Ja. Einer. 3 Schaden. 2 Schaden, also habe ich noch 2. Genau, 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 weil wir haben ja gesagt, durch den Fehler eben. Dann schießt jetzt der andere Lehman Russ Kampfpanzer auch nochmal drauf, mit den Meltern zuerst. Mhm. Wieder auf die 4, also ist ja auch verbessert worden, aber verschlechtert durch den Nahkampf, auf die 4. Gut, 2 Treffer. Ja. Stärke 9 auf die 5. Einmal minus 4. Einmal? Ja. Habe ich nicht. Das ist W6 plus 2 wegen Melter. Ja, das müsste schon fast gewesen sein. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Aber gut gewürfelt trotzdem. Ja, Wahnsinn. Die sind echt zäh. Zäh wie Squeakleder. Gut, dann ist das da auch alles raus. Hier ist alles weg. Der braucht nicht mehr schießen. Der hat keine Ziele. Mhm. Im Nahkampf haust du zuerst zu jetzt. Genau, ne? Können wir direkt weitermachen. Ja, direkt einen durch, komm, was soll das denn? Ich mal schlag mit ihm zuerst. Das, ich habe 6 Würfel hier. Ja. 2 raus, 2 wieder rein. Mhm. Du hast Toughness. Ich habe 6 oder 7. 6. Das ist wichtig, ne? Musst du wissen, ne? Ja. Kann ich aber sofort sagen. Ich würfel schon mal. Ja, würfel schon mal, ganz genau. Die haben Toughness 6. Gut, dann sind das 5 mal mit minus 1, bitte. 5 mal minus 1. 4er. Das sind 2 Tote. Wie viel Schaden machst du? 3. Genau, wären so 2. So, das ist nur einer, ne? Auf welchen Trupp hier, also einer hat jetzt eh nur einen Lebenspunkt, ne? Ja. Und dann noch ein oder zwei? Ich mache 3 Schaden, das heißt mit zu 2 Schaden, das heißt, es ist ein Toter. Genau, und einer hat wieder einen Lebenspunkt. Ja. So, wo ist die 1 denn? Da ist die 1. Mann! Dann schlägt er mit der anderen Attacke zu. Ja. Triff 4-mal auf die 3. Das sind 2 Stück mit minus 1. Beide nicht. Sind 2 Tote.
Genau. Auf den einen Trupp oder auf den anderen Trupp? Ist mir egal, so dass ich einen auf den einen Trupp da, genau. So, ne? So, zack. Ja, sind die schon mal weg. Bist du dann durch? Mit dem ja, das heißt, du durftest jetzt zuerst. Okay. Ja, dann hau ich jetzt auf. Ach komm, ich hau mal auf deinen Boss. Nee. Der Boss? Nee, ich hau auf die Boys, auf die Boss Boys. Da gibt es 1 CP aus, dass jeder Tote nochmal zustande hat. Ja. So. Dreier. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Minus eins. Oh. Das sind fünf. Da sind die normalen Boys auf jeden Fall tot. Okay, aber du kannst mal zuschlagen, ne? Genau, ich kann mit denen noch zurückhauen. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück da stehen. Das ist. Ne, 4 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, ganz genau. So, wir haben mal gelernt, auf die 3 wegen dem Warboss. Ja. Aber das hilft irgendwie trotzdem nicht so viel. War nicht, also ne, plus 1 zu Hit war das, ne? Ja. Also, ja. Da sind 4 Stück mit minus 1, minus 2 für einen Schaden. Ja, geht einer durch, ist einer tot, ne? Ja. Einer war ja angekratzt. Der Warboss? Der Warboss macht das jetzt ja klar. Drei Stück. Dreimal auf die 4? Ja. Wie viel Schaden? Ich glaube auch noch 2. Insgesamt? Oder macht er 3 und wird zu 2? Der macht nur einen Schaden. Ah, okay, alles klar. Dann sind wir noch im Nahkampf. Aber du kannst ja mit deinem Chef noch zuschlagen jetzt, ne? Ne, der Chef hat schon zugeschlagen. Ach, aber ich möchte mit dem auch gar nicht nachfeiern. Ach so, okay. Dann sind wir durch. Ja. Ja, wunderbar. Dann schreiben wir Punkte auf. Und entfernen Verluste und kommen da zurück. Runde 4 in Grün heute. Ja, die Orks haben sich bewegt. Also Orks, Runde Nummer 4. Ich habe mich bewegt. Der Buggy bleibt stehen, die Orks bleiben stehen. Da hinten, der ist einfach auf den Marker gerannt. Er hatte Lust, auch mal etwas zu tun heute im Spiel. Der Deathbird. Der vorne Deathbird in der Aufschwungszone macht wieder Teleport Homer platzieren. Das macht er grundsolide. Der Warboss ist ja stehen geblieben, nicht nachgepeilt, da du ja auch nicht nachgepeilt bist. Da wolltest du nachpeilen, den Warboss. Habe ich vergessen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Es ist so, wie es ist. Alles bleibt so, wie es ist. Dann kommen wir direkt zum Chargen, der hier rein. Ja. Zack. Der Warboss schafft das wohl auch ganz gut. Da rein. Ne? Genau. Terraforming. Da brauche ich mal Würfel. Ja. Dann fahren wir beim Mordsrocks Grabwand an. 6 Attacken. Ich hätte 2 CPs und würde dann gleich unterbrechen beim Warboss. Ich glaube, ich möchte da. Okay. Dann werde ich gleich nicht unterbrechen. Aber es bringt nichts. Einmal triffst du, ne? 500 einmal. Zack. Minus 1? Ja. Dann habe ich nicht. Minus 2, für einen Schaden aber nur. Ah, sehr gut, bringt nichts. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Müssen wir unterbrechen? Nee, jetzt nicht. Jetzt darfst du den treuen Basilisken kaputt hauen. Jetzt zeig dem Chef direkt mal, wie es funktioniert. Dann. Du bist ein Anti-Vehikel. Ich bin auf jeden Fall ein Vehikel, ja. Es sind nur 2 minus 1. 2 minus 1. Gut, auch da hat der Omnissiah drauf gesprochen, aber es nützt nichts. Gehen durch. Schon mal 6 Schaden. Schon mal 6 Schaden, ja. Die andere Waffe. Es ist nur einmal. 4 mal uns. Ja, ich glaube, das reicht auch schon wieder.
Was ist das denn für eine... Warum ist die zweite Waffe denn viel krasser als die erste, sag mal? Klemm ich mal aber eben auf. Die hat nur drei Attacken, ne? Ja. Aber die macht dann 4 Schaden jeweils, oder wie? Ja. Und 6 werden halt die Mortal Wounds, ne? Ja. Ich glaube, der hat nur 11. Ich gehe mal gucken, ob der... Aber ich mache ja nur 10 Schaden. Bitte? Ich mache ja nur 10 Schaden. Ah ja, 6 und 4 sind 11. 10. Ja, ja, das ist schon wieder soweit. Alles klar. Nee, da steht ein Ding mit einem Lebenspunkt. Ja. Aber zurückschlagen werde ich definitiv nicht. Außer mit den Boys hier natürlich, ne? Aber du siehst also, der ist halt krass, weil der in der zweiten Abfall halt der was Setting Wounds macht, aber der andere hält halt viel aus, aber ja. Kann man den nicht zusammen rumlaufen lassen. Eigentlich schon, aber ich musste die aufteilen. Okay. Widerstand vom Warboss? 5. Auf die 3. 1, 2, 3, 4. 5 mal minus 1. Dann ist er tot. Ja. Boah, die Bullgrins, Junge. Die Bullgrins. Geil. Ja, dann war es die vierte Runde. Ja, dann kommen wir zu deiner 5. Wir schreiben Points auf und finale Phase fürs Imperium. Runde 5 für das Imperium. Ich habe gezogen an allen Fronten. Mhm. Und dann habe ich noch abgegeben für ein CP hier, den Missionsthema kann ich hier oben muss, dann schaffe ich sowieso nicht. Hab dafür gezogen, gezielte Tötung. Ja, jetzt kommen die Missionsziele, die mir die Karten hätten gespielt. Ich versuche jetzt noch irgendwie den Kollegen kaputt zu machen. Mausrohrs Kragpan. Genau. Da wird alles draufschießen, was draufschießen kann. Die Haubitze hier ist aus dem Nahkampf rausgefahren. Ja, hier werden gleich die Kollegen noch draufschießen, auf den da hinten. Mhm. Der Panzerkommandant hat seine üblichen Befehle gesprochen, ist nach vorne gefahren. Der Lehman Russ Kampfpanzer steht auf dem Missionszielmarker. Und die Panzer werden hier versuchen, noch den Kollegen abzuschießen. Das machen wir alle ganz schnell off-cam. Es wird nicht mehr so viel Spannendes passieren, glaube ich. Die Projektile sind verschossen, die Läufe sind leer. Wir kommen nur ganz schnell zurück nach der Runde der Stahllegion, um zu zeigen, was passiert ist. Wie angekündigt, es ist nicht viel passiert. Ich konnte aber hier noch den Death Dread wegschießen vom Missionszielmarker. Völlig sinnfrei, aber gibt dir eh keine Punkte. Mir aber moralische Unterstützung. Ja, und dann habe ich versucht, den Scarband des Snorger, wie er auch immer heißt, kaputt zu machen. Ja, 2 Lebenspunkte insgesamt konnte ich ihn abzwacken. Ja, der Arme, der muss da ein bisschen Schaden nehmen. Hat darüber dafür aber die ganzen Bullgrins noch weggelutscht und ja, mein Spiel ist aus. Der Domme sammelt sich mal ganz kurz. Ich denke, der braucht auch nicht mehr so viel machen. Und da gibt es noch eine minimale kurze Runde der Orks und dann, sind wir durch. Ja, Orks, Runde Nummer 5. Jetzt kommen wir zum Finale. Der Truck stehen geblieben, die sind stehen geblieben, er ist stehen geblieben, macht der Teleport, Homemarker platzieren. Mordzorgs Kragmann ist auch an der Stelle geblieben und er möchte jetzt hier reinchargen. Ich schiebe ihn einfach mal rein, wenn das okay ist. Wenn das für mich okay ist, würde ich das einfach auch entfernen, das Modell. Ja, es sind nur noch 3 Lebenspunkte. Ja. Ich habe zwar heilen können, aber ich würde den einfach sportsmännisch entfernen. Ja. Und ich würde vorschlagen, dann kommen wir zurück zur Nachbesprechung. Alles klar. Warte. Ja. Wow. Ja, das Spiel ist aus. Wir kommen zur Nachbesprechung. Und wie ihr sehen könnt, da sind schon die ersten Ork-Barrikaden auf diesem heiligen Boden des Imperiums gebaut worden. Das Spiel ist eindeutig für die Orks ausgegangen. Glückwunsch, mein Lieber. Dankeschön. Wie hat es sich angefühlt? Gut? Hat dein Plan von vorne bis hinten funktioniert? Also eigentlich ist das Sturm. Ich renne nach vorne, versuche dich bei dir in eine Aufschwungszone reinzudrücken. Ja. Wenn ich Glück habe, komme ich mit irgendwas, was ich nicht brauche, in eine Aufschwungszone wieder Dreadnought. Dann mache ich mit dem die ganze Teleport-Homer. Bleib auf den Markern sitzen im Mittelfeld und in meiner Aufstellungszone, der ist eigentlich egal. Du warst ja sehr gemein zu mir in den ersten paar Runden und hast meine Gretchens unter Beschuss genommen und hast die armen Gretchens von diesem schönen Marker runtergeschossen. Ja, man muss die gefährlichsten Einheiten zuerst rausnehmen. Ja. Ist so. Ja, ich habe gedacht, ich setze dich da ein bisschen unter Druck, wenn ich von hinten anfange, das Feld aufzuräumen.
Hat aber nicht funktioniert. Du warst so schnell vorne und dir waren die Marker in deiner Homebase egal, dir waren im Prinzip alle Marker egal. Du hast permanent überall irgendwie gescored. Das ist der Vorteil von Orks. Du hast viele Einheiten, kannst viel über dem Spielfeld verteilen und ich denke mal, viele Einheiten, die draufgehen können, plus Einheiten, die zäh genug sind, um vorne Beef zu machen, ist, glaube ich, das Geheimnis der Orks. Ne? Ja, ich sagen. Also man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, ich habe diese Liste jetzt schon zum 4. Mal gespielt oder 5. Mal und ich habe immer noch ein bisschen was geändert an der Liste, immer nur so ganz Kleinigkeiten. Ja, läuft, funktioniert gut. Ja. Ich habe am Anfang des Spiels gesagt, dass ich diese komischen Reiter-Dudes da ziemlich cool finde. Optisch schon und ich finde jetzt auch spielerisch gut. Zäh, hart im Nahkampf. Ja. Ich könnte mir überlegen, dass ich die Orks vielleicht doch nochmal aufrüste. Mal gucken, schauen wir mal. Ja, wir kommen mal kurz zu den Punkten. Das Spiel ist ausgegangen 38 zu 74 für die Grünen heute. Wie gesagt, Glückwunsch. Lief bei dir wie am Schnürchen. Ich stand hinten nur in meiner Homebase. Ich kam nicht raus, bin nicht nach vorne gefahren. Ja, ich habe gedacht, ich schieße meine Reichweite alles weg. Das hat vorne und hinten nicht geklappt. Ich habe halt nur bei den Primärzielen habe ich nur 20 von 50 möglichen Punkten gehabt. Die ganze Zeit immer nur ein Missionsziel-Marker. Damit kannst du das Spiel nicht gewinnen. Ne? Geht nicht. Du hast 35 von 50, weil ich dich ein bisschen noch irritieren konnte. Ich habe dich hier und da mal weggeschossen mit der Artillerie. Aber das hat das Spiel nicht entschieden. Das Spiel wurde eindeutig über die Sekundär-Missionsziele entschieden. Ich habe halt 8 von möglichen 40 auch schlechte Karten gezogen. Ich hätte andere Karten gebraucht. Und du hast... ja, insgesamt Bring It Down hast du 11 Mal gut gescored, also 11 von 20 und Teleport Humor hast du 18 von 20. Ja, hast die Katze damit im Sack. Ja. Sehr, sehr geil. Ja, ich fand's trotzdem cool. Ich spiele die Stahlliga total gerne, weil die Modelle mir super gefallen. Einfach stumpf, stupide, einfach schießen, was das Zeug hält. Die Todesstoßraketensysteme haben mal wieder nichts gebracht. Die Basilisken auch nicht. Das könnte sich aber alles bald ändern. Ich arbeite am Nachschub für die Stahllegion. Dann fallen die kleinen Fahrzeuge weg. Dann gibt es was Großes. Ich freue mich da schon drauf. Das ist aber alles noch fürs Armee-Fahrzeuge. Das ist aber alles fürs Armeeprojekt 2024 gedacht. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis die zum Spielen kommen, die Sachen. Bis dahin müssen noch die Sachen herhalten, die da sind. Der Panzerkommandant solide, ganz gut gewesen mit dem Panzerbefehl, wunderbar. Auch so ein Demon Ross Battle Tank, im Prinzip auch ganz gut. Der feuert sehr gut, hat guten Schaden, steckt viel ein. Aber unterm Strich hat es leider nicht gereicht, was willst du machen. Ja, dumme. Ja, dann würde ich sagen, ist fast alles gesagt, oder? Hast du noch was auf dem Herzen? Nee, also ich habe mein Ziel erreicht, bin heute mit meinem Ziel hingekommen, den Inquisitor davon zu überzeugen, dass Orks ganz cool sind. Das war mein Tagesziel, vor allem diese neuen Modelle ganz cool sind. Das stimmt. Und das Ziel habe ich erreicht. Ist so. Ja, wie gesagt, hast du ja geschafft, dass ich darüber nachdenke, die eventuell auch aufzustocken, diese Orks. Ja, gut, in diesem Sinne hoffen wir, wir konnten euch unterhalten. Wenn ihr wollt, sehen und hören wir uns beim nächsten Battle Report wieder oder Armeeprojekt oder vielleicht denn dann doch mal ein Podcast. Wer weiß es denn schon? Man weiß es einfach nicht. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem Heiter weiter.